Bauer und dem CDU-Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl in Bremen, Carsten Meyer-Heder. Wir wollen es so machen, dass wir zuerst über die Bremer Bürgerschaftswahl sprechen, weil Herr Meyer-Heder weg muss, und dann im zweiten Teil über die Europawahl. Frau Kramp-Karrenbauer wird beginnen. Bitte schön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Carsten, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach sehr ausgiebigen Gremiensitzungen der CDU, was sicherlich keinen überraschen wird, nach dem gestrigen Wahlabend. Ich darf mit einem uneingeschränkt positiven Ergebnis beginnen, und das ist das Ergebnis der Bürgerschaftswahl in Bremen. Wir haben heute alle miteinander ganz herzlich Carsten Meyer-Heder und allen Parteifreundinnen und Parteifreunde in Bremen gratuliert, denn dieser Wahlsieg in Bremen ist im wahrsten Sinne des Wortes ein historischer, nach 73 Jahren überhaupt zum ersten Mal, dass die CDU in Bremen stärkste Kraft geworden ist, damit auch den Grundstein legt für einen möglichen Regierungswechsel. Und wir haben heute auch noch mal sehr deutlich gemacht, dass in diesem letzten Jahr, in dem die Wahlkampagne in Bremen lief, ich kann mich noch sehr gut an den Start erinnern, ja viele sehr verblüfft waren, als die CDU Carsten Meyer-Heder zum Spitzenkandidaten gewählt hat. Die Wahlkampagne war sehr ungewöhnlich, sie war sehr authentisch. Und ich bin heute sehr froh, auch als Bundesvorsitzende, dass ich das Gefühl, das ich bei meinem ersten Treffen mit Carsten Meyer-Heder beim Parteitag der CDU in Bremen hatte, dass er nämlich genau der richtige Kandidat ist und dass er wirklich sehr authentisch ist und das richtige Angebot an Bremen ist, dass sich das jetzt auch im Wahlkampf bestätigt hat. Und deswegen geht unser ganz, ganz großer Dank, aber vor allen Dingen auch ein ganz großer Glückwunsch an alle Freundinnen und Freunde in Bremen, aber ganz persönlich auch an Carsten Meyer-Heder bei aller Unterstützung. Das ist vor allen Dingen auch sein persönlicher Erfolg. Und deswegen hat das Gesamtpaket gestimmt. Dafür einen herzlichen Glückwunsch. Und wir erwarten jetzt natürlich auch, dass mit Blick auf dieses Wahlergebnis das, was deutlich geworden ist, dass nämlich Rot-Grün in dieser Form keinen Bestand mehr hat, dass das auch Konsequenzen hat. Ich glaube, das ist heute auch deutlich geworden, die CDU reicht die Hand dafür, für einen Neuanfang in Bremen, für eine neue Dynamik. Und wir werden das von Seiten der Bundespartei entsprechend unterstützen und auch begleiten. Ja, liebe Annegret, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, oder Moin, ne, wie wir an der Weser zu sagen pflegen. Ja, letzten Sonntag war Wahl und es ist tatsächlich gelungen, zumindest sagen das alle Voraussagen und Prognosen und Hochrechnungen, dass wir 1 bis 2 Punkte vor der SPD liegen. Das hat es, wie gesagt, noch nie gegeben. Und da sind wir erstmal sehr, sehr stolz drauf. Wie konnte das gelingen nach 73 Jahren? Ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Einen, und da möchte ich gerne auch noch mal auch an Jörg Kastenicke denken, der das jetzt ja heute leider hier nicht erleben darf. Aber Jörg ist schon maßgeblich auch Architekt dieses Projektes, nenne ich es mal. Also Jörg hat sich getraut. Also drei Gründe gab es, warum hat die CDU das hingekriegt. Ich glaube, der erste ist, mich als Quereinsteiger mit einer vielleicht auch für einen CDU-Kandidaten etwas schrägen Vita einfach das mal zu versuchen, im Wissen darum, dass aus der CDU in Bremen, aus dem eigenen Beritt, das wahrscheinlich nicht klappen würde. Und dafür ist wirklich auch Jörg maßgeblich verantwortlich, dass er sich das getraut hat. Das Zweite ist, dass es wirklich eine Wechselstimmung gibt in Bremen. Also Bremen steht an vielen, vielen Stellen nicht gut da. Und das erkennen inzwischen auch die Bürgerinnen und Bürger. Und das Dritte ist ganz wichtig. Jeder hat noch bis vor 2 Monaten vor der Wahl gedacht, ah, die streiten sich sowieso wieder da in Bremen, weil das bisher immer so war, war aber nicht so. Die CDU in Bremen war sehr geschlossen hinter diesem Projekt und es gab wirklich viele, also es gibt einen Beraterkreis, es gibt einen großen Unterstützerkreis, wir haben sehr viel Zuspruch aus der Gesellschaft, aber auch aus der Lehrerschaft. Also ich glaube, da gibt es sehr viel Zustimmung und die hat uns am Ende auch getragen. Was heißt das jetzt aber? Also was sind, 3 Sachen sind passiert. Also die SPD hat, also genau wissen wir es ja noch nicht, sondern Mittwoch wird das finale Ergebnis vorgetragen. Die SPD hat 8% verloren, würde sagen, mit dem klaren Auftrag, ihr sollt es nicht mehr machen. Wir sind stärkste Fraktion mit aus unserer Sicht dem klaren Auftrag, bitte versucht ihr doch mal euer Glück. Euer Glück ist es ja nicht, sondern ne, wir müssen mal hier den Wechsel hinkriegen. Ihr könnt es besser, also macht es bitte. Und
Uns hat man auch der CDU in Bremen zugetraut, für diese Themen, die Bildung, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, politische Themen anzusprechen. Das Thema Digitalisierung, ich meine, das habe ich 25 Jahre gemacht. Ich glaube, das haben wir sehr glaubwürdig auch erzählt im Wahlkampf. Aber natürlich auch Richtung Grüne, die Aussage Klimaschutz, Umwelt ist uns auch sehr wichtig. Ne? Also die Grünen sind auch gestiegen in den Umfragen. Und deswegen werden wir uns jetzt hinsetzen und sagen, okay, vielleicht können wir das, und da sind wir guter Dinge, diese gemeinsamen Themen zusammenbringen und werden jetzt sehr, sehr zügig in die ersten Sondierungsgespräche gehen, und zwar jetzt schon am Mittwoch mit den Grünen, am Freitag mit der FDP. Und wir streben Schwarz-Grün oder Jamaika an, und dafür werden wir uns einsetzen, dafür werden wir kämpfen. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir das programmatisch dann auch übereinander gelegt kriegen. Aber es gibt viele Themen, wo wir auch mit den Grünen tatsächlich in der Stadt auch deckungsgleich sind, gerade was das Thema Verkehr angeht. Also da sehe ich keine großen Konflikte. Ja, also werden wir jetzt sondieren und dann gucken, also erstmal das Endergebnis abwarten, und dann werden wir sondieren, und dann hoffen wir, dass ich Bürgermeister und damit auch Ministerpräsident in Bremen werde. Vielen Dank. Ich habe jetzt schon 4 Fragen notiert, die dann bitte alle zur Bremenwahl sind. Frau Dunst, die erste. Eine Frage an Herrn Meyer-Heder. Sie haben gerade selber darauf angesprochen, 25 Jahre haben Sie Digitalisierung gemacht. Haben Sie eine Empfehlung für die Bundespartei, dass Sie einen anderen Umgang mit Gruppen, die Sie bisher nicht gut erreicht hat, nämlich die Jungen, dadurch besser machen könnte? Und eine Frage an Sie, Frau Kramp-Karrenbauer, wenn die SPD nun, beziehungsweise die Grünen werden es ja entscheiden, wie die Regierung in Bremen aussehen wird, aber welche Auswirkungen wird das auf die Große Koalition haben, wenn die SPD alles daran setzen wird, nicht mit Herrn Meyer-Heder, dass es keine Regierung mit Herrn Meyer-Heder gibt? So. Okay. Ja, ich werde mich hüten und jetzt schon Tipps an die Bundespartei vergeben, tatsächlich. Aber ich glaube schon, was uns gelungen ist mit dieser, ich weiß nicht, wer sie gesehen hat, schon eine vielleicht auch eine bisschen andere, moderne, auch so ein bisschen eine Kampagne mit dem Augenzwinkern. Ich glaube schon, dass es damit gelungen ist, auch mal Wähler, die eben nicht klassisches CDU-Klientel sind, zu gewinnen und tatsächlich auch die CDU Bremen aus dem Image-Loch, was wir auch in Bremen hatten, die CDU, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, mit der Kampagne ist das gelungen. Und vielleicht können wir da auch gucken, ne, dass auch die Bundes-CDU vielleicht sich da auch noch mal ein bisschen jugendlicher aufstellt. Auf Hartes. Ach so, ja. Entschuldigung, zweite Frage an Frau Kramp-Karrenbauer. Also erstens, die Bundes-CDU ist eine föderale Partei und lernt immer gerne von ihren Landesverbänden. Und der zweite Punkt, ich habe ja im Wahlkampf schon gesagt, dass ich die Festlegung der SPD nicht mit der CDU zu reden und nachher auch möglicherweise zusammenzugehen, im Übrigen glaube ich auch nicht mit der FDP, dass ich das als einen Ausdruck auch von einer gewissen Arroganz der Macht empfunden habe, sozusagen eine Woche vor dem Wahltermin überhaupt, wo noch gar nicht klar war, ob die SPD überhaupt in die Situation kommt, Gespräche zu führen, das schon auszuschließen. Aber das ist eine Bremer Angelegenheit. Das ist aus meiner Sicht nichts, was jetzt in die Frage der Großen Koalition auf der Bundesebene hineinspielt. Ich hoffe sehr, dass es der CDU in Bremen vor Ort gelingen wird, eine neue Dynamik, eine Aufbruchskoalition auch für Bremen zu gestalten. Vielleicht, wenn ich das kurz ergänzen darf. Also ich finde es auch ein komisches Demokratieverständnis, wenn man als Bürgermeister, der 8% verliert, offenbar den Anspruch erhebt, ich will hier weiter Bürgermeister sein. Aber gucken wir jetzt, wo es hinläuft. Frau Fates. Ja, Herr Meyer-Heder, ich wollte da noch mal anschließen. Wenn Sie als künftiger Bürgermeister in einem YouTube-Video konfrontiert werden mit massiver Kritik, wie antworten Sie dann? Also es ist schwierig, natürlich ist es nicht einfach in den Social-Media-Netzen, wenn einer schon 4 Millionen Follower hat und man hat selber keine, da maßgeblich darauf zu antworten. Aber ich würde es auf jeden Fall persönlich tun, ich würde es direkt tun, direkt ins Gespräch gehen. Ich glaube, das ist das Einzige, was man da machen kann. Aber wenn ich persönlich angegriffen werde, kann ich es ja auch persönlich tun. Ne? Aber Rezo, wenn Sie darauf anspielen, hat ja persönlich niemanden angegriffen, sondern die CDU ins Ganzen. Und deswegen, glaube ich, gab es da auch ein bisschen in der Phase Unklarheit, wie reagieren wir da jetzt vernünftig drauf. Also, aber wenn es persönlich ist, immer persönlich gegenhalten. Bitte? Habe ich noch eine? YouTube. Ja, das würde ich machen, ja. Herr Lohse.
Minister. Ja, Frau Kamm-Karrenbauer, Herr Meyer-Heder hat ja eben gesagt, vielleicht könnte das Modell, was in Bremen funktioniert hat, mit einem Quereinsteiger auch in der Bundespartei funktionieren. Sie sind ja von dem Modell Quereinsteiger relativ weit entfernt. Was halten Sie denn von dieser These, dass auch an anderer Stelle, wo auch immer, in der Bundespartei Quereinsteiger tatsächlich so einen steilen Erfolg haben könnten? Also wir haben in der Vergangenheit ja weniger auf der Bundesebene, aber in dem einen oder anderen Landesverband ja auch immer mal Situationen gehabt, dass wir Spitzenkandidatinnen oder Kandidaten hatten, die sozusagen nicht aus der klassischen Parteihierarchie gekommen sind. Und das ist oftmals auch nicht wirklich erfolgreich gewesen. Das ist eine besondere Herausforderung, sowohl für die, die sozusagen einsteigen. Und das gilt insbesondere, wenn jemand als ein sehr erfolgreicher Unternehmer bereit ist, auch Farbe zu bekennen und zu sagen, ich stelle mich für eine Partei auch zur Verfügung. Das ist nicht selbstverständlich. Aber es ist eben auch für die Partei nicht selbstverständlich, es auszuhalten, dass jemand kommt, nicht aus dem klassischen Parteikontext, mit eigenen sozusagen Ideen, eigener Anmutung, dann auch als Partei zu sagen, das halten wir gemeinsam auch zusammen. Und das lassen wir auch zu. Und das ist genau das gewesen, was in Bremen passiert. Und Carsten Meyer-Heder hat eben zu Recht darauf hingewiesen, das war insbesondere das besondere Verdienst des gerade vor kurzem verstorbenen Landesvorsitzenden Jörg Kastendieck. Er hat das organisiert und er hat das auch zusammengehalten, und zwar bis in die letzten Tage hinein. Und insofern ist das jetzt ein Beispiel, wie es gelungen ist. Das ist immer abhängig von der Situation vor Ort. Und das ist natürlich in einem so großen, komplexen Gebilde wie einem Bundesverband, einer Bundespartei, noch sehr viel schwieriger. Und mein Ansatz als Parteivorsitzende ist es natürlich, so viele kreative Leute, Männer, Frauen, Jüngere, Ältere, egal ob mit Parteierfahrung oder auch mit weniger Parteierfahrung, für uns zur Verfügung zu haben als Kandidatinnen und Kandidaten und denen auch den Raum zu geben. Das hat auch etwas mit Zukunftsgestaltung für die CDU zu tun. Das ist im Übrigen auch eines der Themen, über das wir ausgehend von der Klausurtagung verstärkt reden werden. Ich habe zur Bremenwahl jetzt noch zwei Fragen auf der Liste, Herr Blank und dann Herr Alexander. Und dann würden wir dann zum Europawahlkampf übergehen. Ja, Herr Meyer-Heder, Blank von der BPA. Ich würde gerne eine bundespolitische Frage an Sie stellen und die natürlich auch gleich an die Vorsitzende weiterreichen. Wenn Sie von Bremen aus auf die Große Koalition gucken, wenn die sich jetzt ihre Arbeit fortsetzt und nicht auseinandergeht, dann dürfte das auch Streit weitergeben in der Sommerpause. Wie vernünftig ist denn das aus Ihrer Sicht für die Gesamtpartei, aus Bremen heraus auf die Gesamtpartei geguckt? Und gibt es da einen Punkt für Sie, wo man vielleicht eine Notbremse ziehen müsste, wo man sagt, das schadet der CDU eher die Zusammenarbeit in der Koalition, als dass es ihr nutzt? Und vielleicht könnte auch Frau Kamm-Karrenbauer darauf kurz antworten. Also ich glaube, dass es gut ist, wenn im Bund jetzt die Große Koalition weiterläuft, zumindest, ne, es wäre noch drei Wahlen in Ostdeutschland. Ich glaube, da jetzt noch wieder eine neue Baustelle, neue Unruhe zu schaffen, glaube ich, wäre auch für die CDU an der Stelle nicht gut. Ich gehe auf die Frage nachher ein, wenn ich sowieso zum Gesamtkomplex Wahlanalyse noch mal was sage. Herr Alexander. Eine Frage an Herrn Meyer-Heder. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihre politische Konkurrenz in Bremen hat immer erzählt, Sie wären nur so eine Art Aushängeschild oder Maskottchen und hinter Ihnen würden die alten CDU-Strukturen stehen, die ja in Bremen nicht so populär gewesen waren. Sie haben dann gesagt, dass Sie der Oppositionsführer werden. Deshalb meine Frage, wann lassen Sie sich zum Fraktionsvorsitzenden wählen und streben Sie auch den Parteivorsitz in Bremen an, unabhängig davon, ob Sie Bürgermeister werden oder nicht? Ja, wir haben ja gesagt, also ich habe gesagt immer, dass die Frage kommt ja oft, Herr Meyer-Heder, wenn Sie es jetzt nicht werden, was machen Sie denn eigentlich? Also ich habe jetzt gesagt, bei einem guten Ergebnis bleibe ich in der Politik, aber in welcher Rolle, da haben wir im Augenblick noch, wir haben auch jetzt nicht über den Parteivorsitz, das hätte ich auch unredlich gefunden vor der Wahl. Da werden wir uns auch darüber unterhalten, in welcher Rolle ich denn dann in der Politik bleibe. Aber erstmal will ich Bürgermeister werden und darum geht es jetzt. Das muss ja bald geschehen. Ja. Kandidieren Sie dann oder nicht? Ist noch nicht entschieden. Ich finde, wir haben einen sehr guten Vorsitzenden, der macht das super, aber vielleicht Parteivorsitz, aber wir haben ja noch nicht final darüber diskutiert. Dann bedanken wir uns sehr herzlich bei Herrn Meyer-Heder. Verabschieden Sie ja von der Pressekonferenz. Vielen Dank. Ich würde mich dann schon auf den Weg nach Bremen. Alles klar, okay. Und Frau Kamm-Karrenbauer macht weiter.
Ja, ich habe ja eben gesagt, das war der Teil der Wahlanalyse, der uneingeschränkt positiv war. Dann darf ich fortfahren mit dem Teil der Diskussion, die wir heute sowohl im Präsidium als auch im Bundesvorstand geführt haben, mit den Wahlergebnissen, die das nicht waren. Ich will eins vorwegschicken, ich habe das gestern Abend auch schon sehr deutlich gesagt. Bei all dem, was wir heute diskutiert haben, bleibt zuerst einmal festzuhalten, dass wir die beiden Ziele, die wir hatten, stärkste Partei in Bremen zu werden, erkennbar erreicht haben, dass wir auch das Ziel, stärkste Partei bei der Europawahl zu werden, erreicht haben und vor allen Dingen auch das Ziel erreicht haben, damit unseren Beitrag zu leisten, dass die EVP stärkste Partei bei der Europawahl wird und damit auch einer der stabilisierenden Faktoren im neuen Europäischen Parlament. Es ist aus unserer Sicht eben auch ganz klar damit unterstrichen, der Anspruch der EVP mit ihrem Spitzenkandidaten, und wir haben ja gesagt, auch heute noch mal unterstrichen, dass wir zum Spitzenkandidatenkonzept stehen, dass sich damit eben auch die Debatte jetzt verbinden wird, dass Manfred Weber aus unserer Sicht der Kandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten werden soll. Ich will das an den Anfang stellen und deswegen auch so klar betonen, weil in den nächsten Tagen, morgen ist ja insbesondere auch schon das erste Treffen der Staats- und Regierungschefs, natürlich schon entsprechende Weichen gestellt werden. Und weil es bei dieser Frage eben nicht nur um die Frage geht, aus welcher Parteienfamilie kommt ein Kandidat, sondern weil es da natürlich auch um nationale Interessen geht. Und wir haben die Chance, dass zum ersten Mal ein Deutscher an die Spitze einer Europäischen Kommission rücken kann. Und deswegen werden wir und haben wir das auch ganz deutlich noch mal kommuniziert und werden das auch in Brüssel so vertreten, und zwar auch die Bundeskanzlerin im entsprechenden Rat, dass wir zum Spitzenkandidatenkonzept und dass wir zu Manfred Weber stehen. Aber, und das will ich an der Stelle auch ganz deutlich sagen, das haben wir heute auch sehr deutlich gemacht in den beiden Gremien, das Ergebnis ist das historisch schlechteste, das die CDU jemals eingefahren hat. Sowohl als auf der Ebene der Europawahlen als auch auf der nationalen Ebene. Und ich will ganz deutlich sagen, dass es nicht das, was unserem eigenen Anspruch als Volkspartei gerecht wird, das ist auch nicht das, was meinem Anspruch als Parteivorsitzender dieser Volkspartei gerecht wird. Und deswegen, und sage das ausdrücklich für die Partei, wird das und ist das auch kein Wahlergebnis, bei dem wir sagen, naja, wir sind stärkste Partei geworden und damit ist es jetzt auch gut, sondern wir werden dieses Ergebnis uns sehr genau nicht nur anschauen, sondern wir werden daraus unsere Schlüsse ziehen. Wir werden uns entsprechend auch dort, wo es nötig ist und wo wir das auch sehen, entsprechend verändern. Und das wird keine Veränderung sein, bei der es damit getan ist, dass wir an ein oder zwei Stellen einen Beschluss verändern oder etwas personell umstellen, sondern wir erleben, und das war heute auch ein Hauptbestandteil einer sehr offenen und sehr ehrlichen Analyse, dass wir uns noch mal angeschaut haben, was hat zu diesem Ergebnis geführt und was lernen wir daraus, was müssen wir auch daraus lernen. Zu diesem Ergebnis haben als allererstes eigene Fehler geführt. Ich will das gleich an den Anfang auch stellen, so wie ich das heute Morgen sowohl im Präsidium als auch im Bundesvorstand gestellt habe. Wir haben die Wahl strategisch angelegt mit Themen, bei denen wir klare Kompetenzzuweisungen haben. Es ist uns allerdings nicht gelungen, auch in der Wahlkampagne diese Themen wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Und es ist uns auch nicht gelungen, sozusagen bei dem Thema, das am Ende die alleinige Dominanz hatte, nämlich das Thema Klimaschutz, das ganz andere Kompetenzzuweisungen etwa an die Grünen hat, dort entsprechend aus einer Offensivposition heraus diese Debatte zu führen. Wir haben zwei langfristige Trends, die wir feststellen, schon seit der Landtagswahl auch im vergangenen Jahr in Hessen und in Bayern. Das eine ist die Tendenz, dass die Regierungsarbeit kritisch bewertet wird, was sich weniger festmacht an den eigentlichen Ergebnissen der Regierungsarbeit, aber an der Tatsache im letzten Jahr, dass die Regierungsarbeit überlagert war durch den Streit zwischen CDU und CSU, in diesem Jahr sicherlich auch durch die Debatten zwischen CDU und SPD, beziehungsweise durchaus auch durch die kritische Auseinandersetzung der CDU, insbesondere auch mit eigenen Ressorts. Und wir haben zum Dritten, insbesondere auch beim Thema
Thema der jungen Wählerinnen und Jungwähler ein unterdurchschnittliches Ergebnis, weit unter dem, was wir bei den bisherigen Wahlen hatten. Und ich will an dieser Stelle eines ganz deutlich sagen, ich habe das auch heute ganz klar gemacht. Ich habe als Parteivorsitzende und ich habe in den letzten Wochen sehr viele Termine in diesem Wahlkampf gemacht. Ich habe als Parteivorsitzende mich ganz persönlich zu bedanken bei Hunderttausenden von unseren Mitgliedern, die sowohl bei den Kommunalwahlen, bei der Europawahl, aber eben auch bei der Bürgerschaftswahl in Bremen ganz höchstpersönlich gekämpft haben. Morgens um 5 vom Bahnhof bis in die Nacht, bis zum Tag hinein, gestern noch in den Wahltag hinein. Und eine der aktivsten Gruppen in diesem Wahlkampf bei den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern waren insbesondere auch die Mitglieder der Jungen Union. Das ist an dieser Stelle vollkommen unbestritten und deswegen gilt auch mein herzlicher Dank an alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer und insbesondere auch an die Junge Union. Und was wir feststellen müssen, ist, dass wir bei den Jungwählern massiv verloren haben aus zwei Gründen. Das eine, weil wir eine ganze Themenpalette von Themen, die insbesondere die jüngeren Wählerinnen und Wähler sozusagen für sich auch in Anspruch genommen haben, nicht aus einer Position der Stärke heraus offensiv angegangen sind. Das betrifft das Thema Klimaschutz, das betrifft das Thema Artikel 13, Artikel 7, das gesamte Urheberrecht. Das betrifft aber natürlich auch, das ist ja eben schon angesprochen worden, etwa den Umgang und die Reaktion auf die Kampagnen und auf das entsprechende Rezo-Video. Dazu kommt aber auch, dass sich in den letzten Wochen und Monaten ein Image verfestigt hat, das der CDU insgesamt einen Rechtsruck attestiert hat. Und dieses Image hat sich aus vielen einzelnen Bausteinen zusammengestellt. Es ist da genannt worden, das Werkstattgespräch zur Migration. Es ist da sicherlich auch genannt worden, der Umgang oder die Position zum Artikel 13, zum Artikel 17. Es sind da genannt worden Äußerungen aus der Partei zum Umgang mit Fridays for Future. Es ist da auch genannt worden, etwa das ein oder andere Interview, auch aus dem Bereich der Jungen Union, auch von mir, auch Äußerungen von mir. Insofern hat jeder da seinen Beitrag dazu. Und aus diesem Image heraus, einer Rechtsverschiebung, die Werteunion hat auch ihren Beitrag dazu geleistet, ist auch der Eindruck entstanden, das haben wir sehr offen und auch sehr freundschaftlich heute im Bundesvorstand besprochen, auch der Eindruck entstanden und aus meiner Sicht vollkommen zu Unrecht entstanden, dass die Junge Union als Ganzes einen Rechtsruck hingelegt hat. Und wir haben heute noch mal sehr deutlich gemacht, und das will ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, es gibt an keiner Stelle einen Rechtsruck der Jungen Union. Das hat auch niemanden der Jungen Union unterstellt. Und will das auch ganz offen sagen, als Parteivorsitzende, und das gilt insbesondere und insgesamt hier für das Konrad-Adenauer-Haus, ist es und machen wir uns das zu eigen, wenn wir Fehler machen, dann stehen wir zu diesen Fehlern und es ist nicht unsere Art zu versuchen, irgendjemand irgendeine Schuld zuzuschieben. Das ist heute noch mal sehr eindeutig gesagt worden, eindeutig diskutiert worden ist aber auch heute im Vorstand und zwar nicht nur mit Blick auf die Junge Union, sondern auch auf die anderen Vereinigungen, dass wir eine sehr intensive Debatte auch in unseren Vereinigungen führen müssen, ob wir und inwieweit wir in diesen Vereinigungen eigentlich auch unserem eigenen Anspruch, Volkspartei zu sein und im Grunde genommen Generationen, soziologische Gruppen wirklich auch abzubilden, ob wir dem in allen Teilen gerecht werden. Deswegen wird das eine der großen Aufgaben auch für die nächste Zeit sein. Wir haben nach dieser sehr offenen und ehrlichen Analyse heute, die ein Einstieg war, festgelegt, dass wir diese Analyse und die Ableitung daraus fortsetzen werden. Wir nehmen uns sozusagen als Zeitraum, in dem wir uns verbessern wollen und auch verbessern müssen, den Zeitraum vor bis zum Spätherbst 2020, bis zum Bundesparteitag. Ich habe das ja an anderer Stelle schon gesagt. Das Ziel ist, dass wir an diesem Bundesparteitag das Grundsatzprogramm neu erstellen, das Regierungsprogramm für das Wahljahr 2021, die Kanzlerkandidatenfrage klären und auch die organisatorischen Vorbereitungen für das Wahljahr abgeschlossen haben. Der zweite Punkt ist, dass wir am nächsten Sonntag und am nächsten Montag einen nächsten Schritt gehen. Das wird die Klausurtagung sein. Wir werden an dieser Klausurtagung am Sonntag
Freitagabend beginnen, nochmal mit einer vertieften Wahlanalyse. Das ist heute aufgrund der ersten Rückmeldung, die wir hatten, erfolgt. Wir hatten zum Beispiel nicht ausreichend Gelegenheit, heute nochmal en Detail über die unterschiedlichen Kommunalwahlergebnisse zu reden. Das wird sicherlich auch nochmal eine Aufgabe sein. Wir werden uns am Sonntagabend aber insbesondere auch mit dem Thema asymmetrischer Wahlkampf, was das Thema Netz anbelangt, was nicht nur jetzt das eine YouTube-Video anbelangt, sondern die Gesamtsituation anbelangt, auch mit Experten noch einmal austauschen. Manfred Weber wird am Sonntagabend auch zu Gast sein, um aus seiner Sicht noch mal einen Zwischenstand zu geben, wie die Gespräche auf der europäischen Ebene laufen. Und wir werden die Beratungen am Montag fortsetzen mit Schlussfolgerungen aus diesen Analysen dieser Woche, heute schon und am Sonntagabend. Und werden dort auch schon Festlegungen treffen, was Umstrukturierung, was andere Organisationen anbelangt, was das Thema personelle Arbeit anbelangt. Ich habe das eben mit Blick auf die Vereinigungen ja schon angesprochen, aber insbesondere auch, was das Thema inhaltliche Neuaufstellung anbelangt. Das ist, wenn man es langfristig betrachtet, natürlich insbesondere verknüpft mit dem Thema Grundsatzprogramm. Es gibt aber auch die kurzfristigere Perspektive, die jetzt sozusagen bis zum Parteitag auch in diesem Jahr reicht. Und das wird bedeuten, dass wir uns insbesondere über die Frage noch einmal unterhalten vor den Landtagswahlen im Osten, welche Themen wir setzen, wie wir sozusagen mit welchem Programm und welchen Themen wir in die Sommerpause hineingehen. Wir haben das Thema ganz konkret noch mal anzusprechen, was steht jetzt noch im Bundestag an, in den entsprechenden Haushaltsberatungen auch, aber natürlich auch noch mal in der Frage, was sind jetzt die ersten konkreten Schritte, etwa beim Thema Klimaschutzgesetzgebung, was ja die Koalition vereinbart hat, dass wir das bis zum Ende des Jahres auch auf den Weg bringen werden, aber eben auch andere Themen. Die Debatte darüber wird auf der Grundlage der Analyse erfolgen. Wir waren uns heute in der Analyse sehr einig, dass wir im Grunde genommen, wenn man sich die letzten Jahre noch mal vor Augen führt, feststellen können, dass wir an drei entscheidenden Punkten große Kontroversen und Polarisierungen erlebt haben. Das eine war sicherlich im Themenbereich Wirtschafts- und Finanzkrise, das ja ein Stück weit auch zu ersten Entstehungsimpulsen der AfD geführt hat. Das zweite natürlich insbesondere in dem Zeitraum nach 2015 das Thema der Migration, was zu einer großen Kontroverse geführt hat und wo wir schon zum einen gesehen haben, dass sich schon angedeutet hat, dass die sehr gegensätzlichen Positionen von Grünen und von AfD sozusagen beherrscht werden und die CDU im Grunde genommen ein Stück dazwischen liegt. Und das Gleiche haben wir jetzt in den letzten Tagen insbesondere mit Blick auf das Thema Klima und Klimaschutz wieder erlebt. Man kann, glaube ich, schon nach der ersten Analyse sehr deutlich feststellen, etwa auch mit Blick auf die ostdeutschen Verbände, dass dort ein Teil der AfD-Stimmen sicherlich auch aus einer sehr kritischen Haltung zum Gesamtthema Energiewende und anderer Fragen auch herrührt. Zumindest war das auch der strategische Ansatz der AfD dort. Und für uns wird sich als CDU, und deswegen sage ich, es wird keine einfache und keine leichte und schnelle Operation sein, sondern eine sehr grundlegende. Für uns stellt sich als CDU die Frage, wenn wir in dieser Mittelposition in einer hochkontroversen Zeit sind, ob wir in dieser Kontroverse zerrieben werden, so wie wir das jetzt zum Beispiel erleben mit unseren Partnerparteien etwa in Frankreich. Die Republikaner sind bei 8-9% gelandet, jetzt bei der Europawahl, wie wir es vorher in Italien erlebt haben. Oder ob wir uns mit unserem Charakter, eine Volkspartei sozusagen in der Mitte zu sein, die in der Lage ist, Angebote zu machen, die im Grunde genommen beide Pole ein Stück weit auch zusammenbringt, ob wir dieser Aufgabe gerecht werden. Ob diese Aufgabe gelingt, liegt aus meiner Sicht vor allen Dingen auch an uns selbst. Das wird die Hauptaufgabe der nächsten 12-18 Monate sein. Darauf werden wir uns als Partei auch ganz stark konzentrieren. Der heutige Tag war der Anfang dieser Debatte. Er wird am nächsten Wochenende fortgesetzt. Ein erster Meilenstein wird sicherlich auch der Parteitag in diesem Jahr werden. Aber der große Baustein oder der große Schlusspunkt ist in der Tat
der Bundesparteitag im Herbst 2020, wo die Weichen sozusagen für die nächste Legislaturperiode dann gestellt werden. Ich habe diese Analyse in aller Offenheit inklusive auch der eigenen Fehler heute dargestellt, sowohl im Präsidium als auch im Bundesvorstand. Diese Analyse ist in weiten Teilen geteilt worden, auch die Ableitungen, auch die Vorschläge, was jetzt das Verfahren anbelangt. Und insofern kann ich heute sagen, nach einem sehr schwierigen Wahlsonntag, dass wir heute auch aus den Gremien mit einer hohen Geschlossenheit an diese Aufgabe herangehen. Es ist uns sehr bewusst, dass das keine einfache Aufgabe ist, aber wir sind alle miteinander sehr entschlossen, dass wir diese Aufgabe anpacken und dass wir in den nächsten Monaten das, was wir im Grunde genommen schon im letzten Jahr intensiver haben betreiben wollen, was aber ein Stück weit auch der Kontroverse zwischen CDU und CSU zum Opfer gefallen ist, dass wir das jetzt noch unter einem erhöhten Zeitdruck angehen müssen. Vielen Dank. Wir haben eine ganze Reihe von Fragen, habe ich schon gesammelt. Frau Schwietzer ist dran in der letzten Reihe rechts. Frau Kamm-Karrenbauer, Sie haben es eben schon angedeutet, die nächsten Wahlen stehen im Osten an. In Sachsen und in Brandenburg war die AfD stärkste Kraft. Das ist jetzt kein ganz neues Phänomen. Wie kann die Bundes-CDU da Unterstützung geben? Braucht es nicht eine eigene Strategie für den Osten? Und wie wollen Sie auch in der Großen Koalition das umsetzen, was die Menschen im Osten interessiert, wo Sie sich gerade verhakt haben bei der Grundrente, bei der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum? Da steht ja auch noch eine Antwort aus. Also es ist einer der Punkte, die wir am Sonntag auch in einer Feinanalyse uns noch mal anschauen müssen. Zum Beispiel die Frage, sind die Einstellungen zu Themen, etwa auch wie Klimaschutz, gibt es da signifikante Unterschiede? Ist das Themensetting ein anderes? Und das ist eine der Fragen, auf der man dann auch die entsprechende Strategie aufbauen muss. Trotzdem muss man auch noch mal deutlich sagen, es wird natürlich vor allen Dingen auch darum gehen, dass in den drei wahlkampfführenden Verbänden und in den drei Bundesländern es natürlich auch um Landespolitik oder besonders um Landespolitik geht und wir sehr unterschiedliche Ausgangssituationen haben. Es geht zweimal darum, dass eine Regierung sozusagen abgewählt wird und wir als Opposition die Regierung übernehmen wollen und in Sachsen natürlich diese Regierung auch entsprechend zu verteidigen. Also insofern kann es auch nicht die eine Strategie über jedes Land geben. Die Ausgangslage ist eine sehr spezifische. Aber wir haben heute die Debatte erst angefangen und einer der sozusagen der Raster, die wir am Sonntagabend noch mal näher anlegen wollen, ist genau diese Diskussion oder diese Fragen und wird sich zum Beispiel auch um die Frage drehen, wie unterschiedlich sind eigentlich Kommunalwahlergebnisse, was größere Städte anbelangt, sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland, sind sehr unterschiedlich. Und davon werden wir auch unsere entsprechenden Positionen ableiten, auch was zum Beispiel die Frage anbelangt, wie wir bei gewissen Themenstellungen in der Großen Koalition weiter vorankommen.